Willkommen zu einem weiteren großen Minecraft-Team-Battle. Diesmal ist aber kein normales Battle, nein, ein Mod-Battle. Wir haben den Twilight Forest Mod installiert. Das heißt, wir sind in einer neuen Dimension mit Dungeons, mit Kisten, mit dies, mit das. Das war auf jeden Fall ein großer Spaß. 7 Folgen hat das Ganze gedauert und wir haben uns sowas von gut geschlagen. Das hätte ich mir selbst nicht zugetraut, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Die ersten 30 Minuten waren reine Bauphase, beziehungsweise, Bauphase ist falsch, Ausrüstungsphase, Dings da, dies, Friedensphase. Also noch kein PvP, aber man durfte schon von den anderen klauen, das haben wir auch gemacht. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, also schaut es euch selbst an nach dem Intro. So, hallo an alle zu einem Team-Battle. Dena, hol dein Zeug raus. Ja, und scheiße, Mann. Es ist ziemlich spontan gerade. Wir müssen den Bedrock hier hinbauen und hochrufen. So, Featherfalling hast du angezogen, gell? Dann springen wir jetzt erstmal runter, unten ist so ein Brunnen. Und da sollten wir reingehen für gleich schon Zutaten und das alles. Das tut ja trotzdem weh. Ja, aber nicht ganz so stark. Wir gehen hier mal ganz schnell in die Richtung. Oha. Da soll Blaze Zeugen alles Mögliche sein. Kannst du mich sehen? Also, ich kann dich sehen. Okay, gut, ich weiß nicht. Was machen wir hier überhaupt? Eine kurze Erklärung. Das ist ein Team-Battle und hier sollte angeblich... Und wir verdammt, hier geht's gar nicht runter. Hier ist gar kein Zeug drin. Die haben uns verarscht. Da ist kein Zeug drin? Nein. Meint jemand das, was drin? Was ist das denn? Das ist ein Bitter. Aber das können wir später erklären. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir unser Zeug kriegen. Also, hier gibt's doch wohl kein Blaze. Der wird da unten TP'd die ganze Zeit. Da war Redstone unten drin. Keine Ahnung, was die da rum TP'en. Hier ist ein Hütchen, da ist ein Haus, da gehe ich auch noch mal rein schnell und guck mal. Das heißt, soll ich auch ein bisschen suchen, ob hier irgendwo was. What the fuck? Hier sind Spawner drin mit komischen Skeletten. Willst du die töten? Nein, wir haben ja. Achso, doch, wir haben so ein Schwert. Ja, wir haben Schwert, wir haben so ein Schwert-Sound. Wie war das? Ach so ein Mist, ey. Hier sind Eichhörnchen. Mann, sind die süß. Da hinten läufst du. Das ist voll blöd, hier hat gesagt, gibt's Blaze Powder drin. Ach komm. Ja, sollen wir jetzt zum Beispiel, in den Baum abhacken oder lohnt das nicht? Ne, Baum wäre ganz nice wegen Holz für Items und Zeug. Also es gibt Diamanten auf dieser Map. Ist gleiche Team-Battle wie letztes Mal, nur wir sind in einer anderen Welt. Das ist hier der Twilight Forest. Da gibt's ganz tolle neue Sachen, die ein bisschen heftig abgehen können. Und ja. Das heißt, das ist hier sozusagen eine neue Dimension. Du hast wieder Nether, muss man ein Portal bauen, dann geht man hier rein und dann ist alles... Und ja, da sind wir gerade. Und das ist ein Mod, den kann man downloaden, Link auch in der Beschreibung. Und boah, ist der kompliziert. Und wir beide sollen jetzt hier in diesem Mod Team-Battle gegen die anderen machen. Genau. Wir sollen so richtig... Ja. Da ist nochmal so ein Häuschen, da würde ich nochmal hingehen, reingucken, ob da irgendwas drin ist. Das ist ja voll blöd. Ach, ein Eichhörnchen. Ja, ich sehe es. Ich sehe das. Hier sind auch Leuchtkäfer und alles mögliche an der Wand. Guck mal, die machen teilweise so Geräusche. Die kannst du abhauen und dann kannst du die hinsetzen wie Fackeln. Ja, ich habe jetzt auch diesen Matmos-Mod. Nodop hat mir alles geschickt, der das hier veranstaltet. Alle Teilnehmer auch in der Beschreibung. Die nehmen auch alle auf. Jetzt habe ich diesen Matmos-Sound drin und überall sind wo Vögel. Und ich höre das nur auf einem Ohr, weil ich kam mir gerade wieder und geht los. Und ich habe nicht mal mehr meine Kopfhörer drin. Ich habe irgendwie gar keinen Sound. Obwohl ich die Sounds hier eingestellt habe, höre ich gar keinen Sound. Ich habe, dann höre ich hier keinen Sound. Aber hier spawnen keine Monster, oder? Ich weiß es nicht. Also ich sehe zumindest keine. Jetzt an. Pass auf, wer hat jetzt die Monster angemacht? Vielleicht spawnt da gleich einer. Da ist gleich gerade einer gespawnt. Da ist einer. Wow! Der hat mich vergiftet. Verdammt. Weg! Der hat mich vergiftet. Shit! Alter, mich auch. Aber ich habe ihn gekillt. Der hat was gedroppt. Der hat so eine Hole gedroppt. Ja, das ist... Na gut, eine Hole bringt nicht viel. Schaden. Der hat zwei Golden Holes gedroppt. Toll, was bringt das? Zwei was hat er gedroppt? Golden Hose. Achso, nee, bringt nichts. Es sei denn, wir pflanzen uns noch irgendwas an, aber... Wollen wir erstmal nach unten irgendwie wieder Eisen sammeln und Rüstungszeug machen und so ein Zeug? Wie ja, also wir müssen im Grunde genommen schon die normalen Sachen jetzt auch alle machen, ne? Liegt ja, das genau. Richtig? Ich gehe nur kurz hin. Da ist XP drauf, glaube ich, oder? Nee, der Baum ist irgendwie komisch, der sendet irgendwas aus. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Da hängt noch so ein Leuchtkäfer dran. Eine Mangrove ist das. Hier sind Obsidian-Türme. Vielleicht sollen wir nicht weiter als das gehen, ich weiß nicht genau. Boah. Nee, nicht weiter als das Rote. Gut. Das sind Wildschweine. Wir haben ja auch diese Minimap, wir dürfen uns 500 Meter in Blöcken, entfernen, glaube ich. Oder 300 nur. Das sind jetzt 250. Ja, das dürfte eigentlich noch nicht erreicht sein. Da würde ich gerne mal kurz reingehen. Geh da rein. Brunnen, gibt es irgendwas Spezielles drin? Und wir dürfen, was für Regeln gibt es überhaupt alles? 30 Minuten dürfen wir nur höchstens unter der Erde sein, oder? Irgend sowas. 30 Minuten, das heißt... Ich würde übrigens auch mal anfangen loszulegen, dass wir uns hier runtergraben und die haben uns verarscht mit dem Brunnen, also hier gab es irgendwie Blazeport und so Zeug drin. Soll ich die Typen hier töten? Was sind das hier?
Wildschwein. Ja. Ich bin Twilight Hunter. Wahaha, you know what? Wollen wir uns erstmal nach unten graben, ansonsten. Ja, was sollten denn diese Obsidian-Teile? Keine Ahnung. Sollen wir jetzt da nach unten bauen? Na, hier unten geht's irgendwie so ein bisschen rein. Hier ist ein bisschen. Ja, ich mache erstmal Werkzeuge. Hast du schon Werkzeuge? Ich habe eine Dia-Spitzhacke. Achso, ja, hier ist Eisen. Genau. Ja, Moment. Ich mache uns trotzdem schon mal Werkzeuge. Jo, wollen wir uns irgendwo hier mal nach unten bitte mal ein bisschen Stein ab, dass ich hier Steinwerkzeuge machen kann. So, ja, klar. Dann bauen wir uns erstmal nach unten wieder und sammeln Eisen und so Zeug. Genau, und Eisen. Oh, hier ist auch noch mehr Eisen. Ich habe sogar einen Firefly, was kann ich mit dem machen? Wow, der leuchtet. Ja, da leuchtet. Ja, Hammer. Hast dich doch nicht informiert vorher? Nein, nicht wahr. Ja. Ich habe vorhin, du hast mich schon ins Inventar gelegt, ja, sehr schön. Ich habe vorhin Formel 1 aufgenommen und danach das geschnitten bis gerade eben und dann plötzlich, wir nehmen ja schon auf. Und deswegen bin ich hier completely unvorbereitet, echt. Surprise, surprise. Ist das echt? Ja, ich habe gestern nochmal vom, hier ist schon Gold, ich habe Gold gefunden. Ja. Das ist ja richtig gut, aber macht keine Werkzeuge, bringt uns höchstens goldene Äpfel was. Brauchen wir eine Schaufel oder nicht? Brauchen tun wir eventuell, glaube ich, nicht fürs Erste, es sei denn, du willst irgendwie Erde so abbauen. Ich mach das mal zwei bisschen nach unten. Bitte eventuell auf Vorbild machen, Brightness auf Bright stellen, weil, und so seht ihr mehr, ne? Ja, ich habe nicht keine Fackhöhlen, wir haben keine Kohle. Nee, also das haben wir nicht. Was soll ich noch machen? Achso, noch zwei Schwerter. Weil, Baum. Wir haben zwar die, wir haben ja nur die. Brightness stehen, wieder Settings, Brightness, stell's auf Bright. Ach, und was noch sinnvoll ist, mache ich auch noch schnell eine Hacke. Also für Bäume. Soll ich noch ein bisschen Holz holen? Einen Tacken vielleicht. Aber wir müssen uns beeilen, gell? Weil, weißt du ja, vorbereitet. Brauchst du irgendwas für unten, was ich dir geben soll? Zum Beispiel eine Schaufel schnell? Die Spitzhacke habe ich, das reicht eine vollkommen. Eine Schaufel und ein Holz und ein Schwert liegen ein bisschen über dir. Okay, das Schwert wäre gut. Steinschwert? Ja. Gut. Boah, hier ist Bambi und. Also, nee, das ist nicht Bambi, das ist höchstens der Vater von Bambi, aber. Was hier alles rumläuft, meine Güte. Unglaublich, echt. Was hier alles rumläuft, gibt's ja gar nicht. Dude. Ist das dann heute sozusagen das Battle alles in einer Aufnahme und dann ist es vorbei? Ja, alles in einer Aufnahme. Das heißt also, wir sollten noch Cuts machen. Es gibt auch dann, wie gesagt, so 15 Minuten Parts wieder, zwei Folgen in der Höhle drin und dann so wie letztes Mal. Okay. Interesting. Ja, genau. Doch, ja, nee, Holz ist gut. Nee, doch, ich hab noch. Ah, egal, passt schon. Ich buddel mich weiter durch und versuche ein bisschen Eisen zu sammeln und das schmelzen wir dann wieder und machen uns Rüstung. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein Stack Eisen ungefähr. Ein Stack Eisen und das, damit wir alles eine Rüstung haben. Wie ist das mit den Toten? Darf man einmal sterben oder darf man... Am Anfang, wenn man runterfällt oder so, darf man, glaube ich, neu spawnen, aber ansonsten hat jedes Team zwei Leben. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass jeder Spieler dann zwei Leben hat oder das ganze Team insgesamt zwei, also dass jeder eins hat, aber ich denke mal zwei, glaube ich. Okay. Auch so wie letztes also Mal. Also jeder hat zwei Leben, jeder einzeln. Ja. Stehen die Regeln irgendwo, wo ich sie schnell nachschauen kann? Nein, wir hatten die gerade in der Konfi besprochen, aber du warst, glaube ich, nicht da. Doch, ich war da. In der Konfi war ich ab Viertel vor, wie versprochen. Da war ich. Dann hättest du es eigentlich wissen müssen. Sehr komisch. Sehr mysteriös. Mysterious, was ist denn da unten? Was ist diese komischen Sachen, die da unter... Okay, jetzt ist sie weg. Versuch nicht zu viel zu erkunden, sondern dich aufs Battle zu konzentrieren. Ich meine, den kann man so nochmal sich anschauen. Nur jetzt geht's erstmal darum, Battle. Ich komme jetzt gerade zurück gelaufen. Hier ist der Eingang. Ich hab ihn. Und nicht wundern bei mir, weil keine Sounds da sind. Ich verstehe auch nicht, warum. Also ich habe die Sounds angestellt. Wahrscheinlich müsste ich nochmal reloggen oder so, aber das will ich jetzt auch nicht, zwangsläufig. Wow, oder soll ich? Kannst du machen, wenn es schnell, wenn es das bringt. Okay, Moment. Ich probier gerade mal diesen... Ich habe noch nie eine Minimap benutzt. Höhleneingang. Jetzt? Nee, es geht auch nicht. Bringt nichts. Ich müsste Minecraft nochmal komplett schließen. Ja, willst du das schnell machen? Sonst mach das beim ersten Cut. Ja, das mache ich dann am besten. Ja. Boah, es ist dunkel, ich muss immer auch schnell auf heller stellen. Seit Ewigkeiten ist erstmal ohne Shader spiele, voll ungewohnt. Ach, ich habe hier einen Leuchtkäfer, ne? Wunderschön. Oh ja, gut, die bringen ja eigentlich nur was wie Fackeln und so. Ja. Gold habe ich hier drin, das können wir dem für goldene Äpfel gleich dran denken, ne? Aus den Äpfeln nicht so viel essen, sondern gleich goldene Äpfel. Soll ich mich schon mal weiter nach unten? Oh, Entschuldigung. Soll ich mich weiter nach unten bauen? Ach, das ist Bedrock schon. Ja, oh, verdammt. Wie ist es denn hier schon Bedrock? Wir sind auf. Reds. Damit kann man eventuell Potions verlängern, also Stärke Potions. Achso, wir sind auch schon auf Höhe 5. Ja, das gab es da oben gleich am Anfang schon Dingensen. Kannst du vielleicht irgendwie Nahrung besorgen nebenbei, während ich hier weiter Eisen farm? Ich habe ja die Dierspitzhacke. Damit aber wir haben doch Nahrung. Ich habe 64 hier. Willst du was haben? Ja, was? Wo? Ach so. Den die durften wir eigentlich nicht mitnehmen.
Ja? Achso. Die waren nur für oben. Das, ich habe noch nichts gegessen davon. Ich habe jetzt was gegessen davon. Ey, dann darf ich auch eins. Ja. Ja, mir weiß ich, ich hatte die gefunden. Ja, dann verbrenne ich die jetzt. Und ich tue sie in ein einsames Loch hier. Ja, ja gut, dann, ja. Die waren am Anfang vom Spawn. Die sollte man eigentlich nur oben essen, aber nicht hier weiter unten. Jo, und versuch nicht zwei breit zu farmen, wenn dann, sondern nur eins breiten, ja. Nahrung vielleicht. Ich weiß nicht, die Rentiere sind glaube ich, Ersatz für Kühe. Ja, ich kann die farmen, wenn du willst. Wenn das geht, ja. Ich habe nämlich hier die Spitzhacke, kann hier unten Eisen durchbrezeln. Ich muss nur schauen, wo es hier hoch geht, ach, da oben. Na. Du wolltest schon schreien. Nein. Ja, und das verwirrt mich total, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie einfach nur was wechsle, kommt so ein Swish, so Swish. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist Sounds komplett verpackt oder aus. Ich weiß nicht, ich höre gar nichts. Ich höre nicht mal, wie ich einen Block abbaue. Ist eigentlich gerade Nacht? Kann sein, ja. Ich glaube, es ist immer Nacht. Wieso haben wir eine Potion of Night Vision? Weil wir die am Anfang gekriegt haben. Also ich habe mir so die Hälfte rausgenommen, die andere Hälfte habe ich dir gelassen. Das ist eine Splash Potion of Dings. Die kann ich auf jemanden werfen, dann hat der Night Vision. Warum das denn? Sieht der dann nichts, weil es allgemein schon hell ist, oder? Ah nee, das reicht für zwei Player. Guck mal, wenn du Splash Potion hast, okay, dann kannst du zwei Player auf einmal damit beheizen. Und wenn du nur ein Potion hättest, könntest du nur dich selbst... Ah, ich meine, weil es ja eh hell ist, macht das irgendwie voll wenig Sinn. Oder? Ist ja eh hell in der Nacht. Ich glaube, ja, es ist gerade Nacht. Also dunkel war es irgendwie nicht. Vielleicht, dass man unter... Nee, man kann ja, glaube ich, auch trotzdem im Untergrund nichts sehen, oder? Bin mir nicht sicher. Sind da falsche Seite? Bist du drüber gelaufen über die Wolle? Hä? Welche Wolle? Rote Wolle. Achso. Da darfst du drüber. Ups. Sorry. Das war die oberste Regel überhaupt. Aber bist du auf Anwesen, weißt du? Ja, au! Achso, das war, ich dachte, jetzt wäre ich geschlagen vom Admin oder sowas. Das war nur so. Aber Mann, ich blöde. Ja, da, die sind aber alle hinter der Begrenzung. Was soll ich machen? So. Tot. Ey, was das für Sounds sind, was da alles in mein Ohr reinfliegt jetzt. Ich hab gar nicht. Wow. Ich leg Musik dahinter. Irgend sowas. Ha? So ein Buff da. Buff da, okay. Nein. Nein? Ja, nein, vielleicht. Ach Mensch, jetzt regnet's hier auch noch. Jetzt wird's doch echt ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, vielleicht wird's doch noch Nacht. Ja, hier hinten, die sind alle hinter der Begrenzung. Alles, was irgendwie, essbar wäre. Ach hier, die verstecken sich, die Wildschweine. Die sind getarnt. Wow. Okay. Ja, so langsam komme ich an, aber ich bin immer noch verwundert, was hier alles so rumkreucht und fleucht und wie man das so nennt alles. Und was es da für Sachen hier alles gibt. Ja, gibt's so einiges, neue Mobs und alles mögliche. In den Brunnen ist nichts drin, ne? Hä, wieso ist hier was kaputt gegangen? Ich weiß nicht. Was ist passiert hier? Oh, ich hab Angst. Na? Was denn? Scheiße. Ich seh dich nicht. Leben. Bist du ertrunken oder was im Brunnen? Na! Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ertrinke. Wenn ich jetzt nicht schnell Leben bekomme. Hä? Ja, ich ertrinke. Scheiße, ey. Bist du in den Brunnen rein? Ja. Wusste nicht, dass... Oh, ich überlebe. Ich sterbe. Oh, ich überlebe. Oh, ich sterbe. Ich überlebe. Ja, ich bin jetzt aber unten im Brunnen drin. Ey, das was war ist a trap, you know? Was ist da im Brunnen? Da ist nichts drin und jetzt sehe ich auch nichts. Uah, Wasser kommt, Wassereinbruch. Oh. Shit. Schwimmen nach oben am besten und dann gleich wieder raus. Also ich habe gesehen, ich bin da runter irgendwie und dann gab's da nichts weiter, bin ich wieder gleich wieder hochgeschwommen. Ja, ich hab nicht locker gelassen. Ich gehe jetzt wieder hoch. Fail, ey. War schon fail. Ich glaube, ich schaff das aber sogar ohne, dass ich nur durch Schwimmen, glaube ich. Hier ist sowas Blaues. Was ist das denn? Blaues? Ja. Das kann ich abbauen. Ich glaube, Blaues. Ich habe Punkte bekommen. Ach, vielleicht glaubst du Lapis Lazuli nur. Ich glaube, es ist nur ja. Nur Lapis Lazuli. Bringt immerhin Level. Können wir überhaupt verzaubern? Ja, es gibt ja Diamanten, ne? Die haben ja, es gibt das Diamanten, hab ich gehört. Obsidian. Ich habe ja dir gesagt, kann Obsidian abbauen, aber es fehlt Dias. Ich bin gerade am Dia-Farm hier unten, aber ich finde keine. Das ist natürlich wiederum weniger gut. Da, jetzt muss ich schwimmen. Oh, fail, ey, ich schaff's nicht. Oder doch? Na? Doch, ich schaff's. Kein Ding für einen King. Nee. Ich habe über mir einen Block hingebaut. Was für ein Scheiß. Wow, jetzt bin ich in einem Block drin.
Was machst du da? Ja, ich frage mich auch. Scheiße, ey. Was tue ich hier? Ich glaube, ich habe über mir alles zugebaut. Oder ist das so eine Falle? Oder irgendjemand hat zu mir, hat da, über mir hat das zugebaut. Hey, ich verstehe das alles nicht hier. Luke Blaze ist gestorben von so einer, von einem Schleimbeetle, Schleimkäfer. Von einem Beetle oder von Rolling Stone? Nee, Slimebeetle. Okay. Wieso darf der tippet werden? Ja, ich sehe hier alles nicht. Das ist alles blau bei mir hier. Pummelt. Au! Fuck, jetzt bin ich tot. Oh verdammt, ist dein Zeug noch da wahrscheinlich dann, ja, ne? Ja, kann ich einen Weg machen? War das der Brunnen hier oben direkt vor dem Eingang? Merkt ihr mal 170 und 213. Your homebed is missing, hä? Slash TP. 170, ja, okay, dann nehme ich mal an, dass das der Dings war bei uns hier oben, gell? Darf ich... Ja, darfst du zu mir teleportieren. Ich glaube, okay. Hat er auch mal. TP, Spark of Phoenix. Folgenende! Wow. Ey, ich bin in dir drin, aber es ist nicht gut. Ah, jetzt. Ich sehe dich nicht. Wo geht's denn hoch? Bist unsichtbar. Komplett andersrum. Also, ich bin hier gerade am durchbrezeln. Ich gehe mal zurück hier. Einmal Gang zurück. Ich weiß nicht, siehst du mich? Ich sehe dich nämlich irgendwie nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Ah, da, jetzt sehe ich dich. Ich habe einen riesen Labyrinth von Gängen gebaut. Hä? Schnell. Scheiße. Schnell. Ach, und Folgenende. Das heißt, wir sehen, ich hole das in der nächsten Folge. Bis gleich. Oh, Ende schon? Ja, tschüss. Oh, tschüss.